Christus wurde von Gott angeredet als hoher Priester nach der Ordnung Melchisedeks. Lesung aus dem Hebräerbrief. Jeder hohe Priester wird aus den Menschen genommen und für die Menschen eingesetzt zum Dienst vor Gott, um Gaben und Opfer für die Sünden darzubringen. Er ist fähig, mit den Unwissenden und Irrenden mitzufühlen, da er auch selbst behaftet ist mit Schwachheit. Und dieser Schwachheit wegen muss er wie für das Volk, so auch für sich selbst Sündopfer darbringen. Und keiner nimmt sich selbst diese Würde, sondern er wird von Gott berufen, so wie Aaron. So hat auch Christus sich nicht selbst die Würde verliehen, Hohepriester zu werden, sondern der zu ihm gesprochen hat: Mein Sohn bist du, ich habe dich heute gezeugt. Wie er auch an anderer Stelle sagt: Du bist Priester auf ewig nach der Ordnung Melchisedeks. Er hat in den Tagen seines irdischen Lebens mit lautem Schreien und unter Tränen Gebete und Bitten vor den gebracht, der ihn aus dem Tod retten konnte. Und er ist erhört worden aufgrund seiner Gottesfurcht. Obwohl er der Sohn war, hat er durch das, was er gelitten hat, den Gehorsam gelernt. Zur Vollendung gelangt ist er für alle, die ihm gehorchen, der Urheber des ewigen Heils geworden und wurde von Gott angeredet als Hohepriester nach der Ordnung Melchisedeks. Wort des lebendigen Gottes. So spricht der Herr: Wenn einer mir dienen will, folge er mir nach. Und wo ich bin, dort wird auch mein Diener sein. In jener Zeit antwortete Jesus Andreas und Philippus: Amen, Amen, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein.
Wenn es aber stirbt, bringt es reiche Frucht. Wer sein Leben liebt, verliert es. Wer aber sein Leben in dieser Welt gering achtet, wird es bewahren bis ins ewige Leben. Wenn einer mir dienen will, folge er mir nach. Und wo ich bin, dort wird auch mein Diener sein. Wenn einer mir dient, wird der Vater ihn ehren. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Geliebte Geschwister im Glauben, ob ich überhaupt würdig bin, heute über Papst Benedikt zu sprechen? Das ist eine Frage, die ich heute den ganzen Tag mit mir getragen hatte. Klar, er ist jünger als meine Eltern. Dennoch sehe ich in diesem großartigen Papst Benedikt den 16. Maßstäbe, die ich sehr, sehr wenig erfüllen würde. Ob ich irgendwas von den hunderten Schriften, was er geschrieben hatte, verstanden hätte? Die ganzen Taten der Liebe und Verzicht auf vielen Sachen in seinem Leben, ob ich irgendwie ein wenig hinkommen würde? Oder die Hartnäckigkeit der Glaubenstiefe und die Predigten, die daraus entstanden sind, ob ich ein wenig getan hätte? In all dem, liebe Schwestern, liebe Brüder, bleibe ich weit, weit weg von dieser großartigen Persönlichkeit des Papstes Benedikt den 16. Es ist mir heute schwer, überhaupt vor Ihnen zu stehen und über diesen Papst zu sprechen. All, was wir sprechen, was wir lesen, sind nur kleine Umrisse über ihn. In unserem Land gibt es genug, die negativ über diesen Papst sprechen, und das ist genauso ungenügend, wie wir positiv über ihn sprechen werden, liebe Schwestern, liebe Brüder. Ich habe einen ganz kleinen Lebenslauf von ihm mitgebracht. Josef Ratzinger. Er blickt als drittes Kind der Eheleute Josef und Maria Ratzinger in Martel am Inn das Licht der Welt. Am 16. April 1927, einem Karsamstag, wurde er hineingeboren in ein einfaches und bescheidenes Leben. Seine Kindheit war geprägt von einer liebevollen und tiefgläubigen Familie. Er lebte ein freudiges, farbiges, menschliches Christentum, erinnert er sich in seiner Autobiografie aus meinem Leben Erinnerungen. Der Vater, ein Gendarm, wurde wiederholt versetzt. 1929 zog die Familie nach Dithmoning an der
Salzach, wo Josef im Alter von 3 Jahren den Kindergarten im ehemaligen Augustinerkloster besuchte. Ende 1932 führte die Familie ein weiterer Umzug nach Aschau am Inn. Der 5-jährige Josef besuchte dort die Schule und empfing in der spätgotischen Pfarrkirche Maria Himmelfahrt die erste heilige Kommunion. Zusammen mit Bruder Georg erhielt er im nahegelegenen Kloster Au Klavierunterricht bei den Franziskanerinnen. Bis heute verbindet die Brüder die gemeinsame Liebe zur Musik. Nach der Pensionierung des Vaters zog die Familie nach Traunstein, wo sie ein kleines Bauernhaus erwarb. Als 12-Jähriger folgte Josef seinem Bruder Georg in das Traunsteiner Studienseminar St. Michael mit großen Erwartungen, wie er in seiner Autobiografie schreibt. Indem besonders der Förderung von Priesterberufen ausgerichteten Studienseminar begann für die beiden Brüder der Weg zum Priestertum. Josef Ratzinger war 16 Jahre alt, als er die Zerstörung der bayerischen Landeshauptstadt München miterlebte. 1943 war er mit den anderen Seminaristen als sogenannte Flakhelfer eingezogen worden. Kurz vor Kriegsende entschloss sich Ratzinger, nach Hause zu gehen, wie es in seiner Autobiografie heißt. Er beging damit Fahnenflucht und war sich der Gefahr, die ihm deswegen drohte, durchaus bewusst. 2 Soldaten, die auch den Krieg satt hatten, ließen Josef, der am Arm verwundet war, laufen. Er geriet in amerikanische Kriegsgefangenschaft, ehe er am 19. Juni 1945 überglücklich den Entlassungsschein in Händen hielt, mit dem das Kriegsende auch für ihn Wirklichkeit wurde. 1946 begann Josef Ratzinger sein Theologiestudium, zunächst an der Philosophisch-Theologischen Hochschule in Freising, dann an der Universität München. Am 29. Juni 1951 empfing er zusammen mit seinem Bruder Georg und 43 weiteren Diakonen durch Kardinal Michael Faulhaber die Priesterweihe. Nach kurzer, aber intensiver seelsorgerischer Tätigkeit in Münchner Stadtpfarreien entschloss er sich zu einer wissenschaftlichen Laufbahn. Er promovierte 1953 mit einer Arbeit zum Thema Volk und Haus Gottes in Augustins Lehre von der Kirche. 4 Jahre später, mit 30 Jahren, wurde er Professor für Dogmatik an der Philosophisch-Theologischen Hochschule in Freising. Von 1959 bis 1963 wirkte er als Ordinarius für Fundamentaltheologie an der Universität Bonn. Dort wurde der Kölner Erzbischof Josef Kardinal Frings auf den jungen Professor aufmerksam und nahm ihn als seinen theologischen Berater mit zum Zweiten Vatikanischen Konzil, was von 1962 bis 1965 in Rom stattfand. Es folgten Jahre als Hochschullehrer an den Universitäten Münster, Tübingen und Regensburg. In Regensburg war sein Bruder Georg seit 1964 Domkapellmeister.
Am 25. März 1977 ernannte Papst Paul VI. Den Regensburger Theologieprofessor und international renommierten Theologen zum Erzbischof von München und Freising und damit zum Nachfolger von Kardinal Julius Döpfner im Münchner Liebfrauendom, wurde er am 28. Mai 1977, einem Samstag vor dem Pfingstfest, zum Bischof geweiht. Als Leitspruch wählte er ein biblisches Wort, Cooperatores Veritatis, Mitarbeiter der Wahrheit. Am 27. Juni 1977 nahm ihn Papst Paul VI. In das Kardinalskollegium auf. Am 25. November 1981 berief ihn Papst Johannes Paul II. Als Kurienkardinal nach Rom und ernannte ihn zum Präfekten der römischen Glaubenskongregation. In dieser Aufgabe war er mehr als zwei Jahrzehnte einer der engsten Mitarbeiter des Papstes. In seiner Amtszeit erschien auch der neue Katechismus der katholischen Kirche, eine prägnante Zusammenfassung der katholischen Glaubenslehre, die weltweit zum Bestseller wurde. Am 19. April 2005 wählten die wahlberechtigten Kardinäle der katholischen Weltkirche den Kardinaldekan Josef Ratzinger zum Nachfolger des am 2. April 2005 verstorbenen Papstes Johannes Paul II. Der 265. Nachfolger des heiligen Petrus nahm den Namen Benedikt den 16. an. Weltweit löste die Nachricht große Zustimmung und Anerkennung aus, besonders in Deutschland, und auch Freude und Hoffnungen. Nach 482 Jahren gab es damit wieder einen Deutschen auf dem Stuhl Petri. Auch Ihnen und euch ist bekannt der Spruch, wir sind Papst. Während seines ersten Auslandsbesuchs, der den neuen Papst im August 2005 nach Deutschland führte, wurde Benedikt der 16. von den Teilnehmern des 20. Weltjugendtags in Köln begeistert empfangen. Im September 2006 kehrte Papst Benedikt der 16. für 6 Tage in seine alte Heimat Bayern zurück. Vom 9. bis 14. September besuchte er, begleitet von einem weitreichenden Medienecho, das Erzbistum München-Freising sowie die Bistümer Passau und Regensburg. Der neue Papst hat bereits in seinen ersten Äußerungen klargemacht, dass er das geistige und geistliche Erbe von Johannes Paul II. Fortführen wird. Mit seiner am 25. Dezember 2005 veröffentlichten ersten Enzyklika Deus Caritas Est, das heißt Gottes Liebe, setzte er eigene Akzente, die international ein großes positives Echo fanden. Benedikt der 16. betont darin die zentrale Stellung des christlichen Liebesgebots im Ringen um eine gerechtere und menschenwürdigere Welt. Die zweite Enzyklika des Papstes Spe Salvi, das heißt auf die Hoffnung hin gerettet, die im November 2007 erschienen ist, handelt von der christlichen Hoffnung, die von jedem blinden, technikgläubigen Fortschrittsglauben grundlegend zu unterscheiden sei. Die im Juli 2009 erschienene dritte Enzyklika Caritas in Veritate, heißt Liebe in Wahrheit, formuliert eine katholische Soziallehre in Zeiten der Globalisierung, der Finanz- und Wirtschaftskrise gegen Armut, Hunger und Umweltzerstörung.
Der erste offizielle Deutschlandsbesuch des Papstes, des bayerischen Papstes vom 22. bis zum 25. September 2011 führte nach Berlin, Erfurt und Freiburg. Benedikt der 16. redete als erster Papst im Deutschen Bundestag. Zum ersten Mal besuchte ein Papst das Erfurter Augustinerkloster, in dem der Reformator Martin Luther wirkte. Dort kam der Papst mit Vertretern des Rates der evangelischen Kirche in Deutschland zusammen. Letzte Station seiner Reise war Freiburg im Breisgau, wo vielleicht Sie mit mir zusammen auch in Freiburg waren. Am 11. Februar 2013 erklärte Papst Benedikt XVI. Seinen Rücktritt vom Amt zum 28. Februar. Am 28. Februar um 20 Uhr endete sein Pontifikat. Dann hat er Zeit genommen, seine letzte Reise vorzubereiten, und so starb Papst Benedikt XVI. Am 31. Dezember 2022 im Alter von 95 Jahren in Rom. Geliebte Geschwister, 95 Jahre, es ist ein geschenktes Leben, ein erfülltes Leben. In den verschiedenen alten Kulturen, wie bei mir zu Hause, sollten solche Menschen als Götter verehrt werden, weil Gott ihnen so ein langes Leben geschenkt hatte. 95 Jahre von Josef Ratzinger, Benedikt XVI., ist eine Zeit des Dienens. Das haben wir heute im Evangelium gehört. Wer mir dienen will, er soll mir nachfolgen. Jesus hat ihn berufen als sein Diener. Für was, liebe Schwestern, liebe Brüder? Um die Botschaft des Evangeliums, um die Botschaft der Auferstehung zu verkünden. Das ewige Leben ist für uns sicher, wenn wir mit Jesus Christus gehen werden. Und das war die grundlegende Botschaft von Benedikt XVI., liebe Schwestern, liebe Brüder, im ganzen Leben. Kein Wunder, sein letztes Wort, Herr, ich liebe dich, auch dahin zeigend, dass er diese grundlegende Liebe zu seinem Herrn gepflegt und gelebt hatte. Heute ist er im Himmel bei unserem Vater, beim ewigen Vater. Heute schaut er zurück oder betet er auch für uns, liebe Schwestern, liebe Brüder. Gerade in einer Zeit, wo die Kirche sich in der Krise befindet, war er ein großer Mahner und Helfer für die Weitergabe des Glaubens. Heute dürfen wir dankbar Abschied nehmen als seine Kinder, als Mitglieder unserer Seelsorgeeinheit Leimenus-Lussandhausen. Dass wir wirklich Gott Danke sagen für diese großartige Persönlichkeit, die ohne Wenn und Aber für den Herrn gedient hatte und die Wahrheit immer gesprochen hatte, wie es möglich war. Ganz besonders durch seine wissenschaftliche Fähigkeit versuchte er auch für die Wahrheit Zeugnis abzulegen. Jetzt sind wir dran, liebe Schwestern, liebe Brüder. Wenn wir den Geist von Benedikt XVI. Weiterführen möchten, dann sollten wir eines tun, treu sein zu unserer Kirche, treu sein zu unserem Herrn, treu sein zu unserem Glauben. Wer glaubt, ist nicht allein, war der Spruch von Benedikt XVI. Heute wollen wir doch in dieser heiligen Eucharistie einiges vornehmen, was wir tun werden, nämlich dem Herrn nahe zu sein und für den Herrn Zeugnis abzulegen, in der Art und Weise, wie wir können. Wir müssen nicht unbedingt wissenschaftlich alles belegen.
Aber in unserem Wort, durch unsere Taten, dürfen wir sehr gerne Zeugnis ablegen. Das wäre vielleicht ein großes Geschenk, was wir auch für unseren Papst Benedikt geben würden. In der Heiligen Messe beten wir für ihn, dass er wirklich ankommt, für was er ja gepredigt und gelebt hatte, nämlich in einer Wohnung des Himmels Gottes. Und wir beten auch mit ihm für uns, aber auch für unsere Kirche in Deutschland vor allem, dass wir fähig werden, auch das Verborgene zu sehen, und was wir im Verborgenen glauben, wird auch einmal wahr. Liebe Schwestern, liebe Brüder, heute nehmen wir Abschied von unserem Papst Benedikt XVI. Und bitten für geistliche Berufe, dass auch gute Priester, Bischöfe, Päpste auch in der kommenden Zeit kommen mögen, die wirklich auch Antworten suchen, dass wir als katholische Kirche weltweit weiterhin Menschen faszinieren, dass wir diese Welt zu Gott führen. Amen.